Dauer in der Dönerbude. So. Alhamdulillah, wassalatu wassalam, wa rasulillah, wa la alihi, wa sahbihi ajma'in. Liebe Schwester im Islam, heute reden wir über Dauer in der Dönerbude. Das heißt, wie kann der Dönerbudenbesitzer oder nicht nur Dönerbudenbesitzer, Kioskbesitzer oder was auch immer, wie kann der Dauer machen? Erstmal die erste Voraussetzung sollte sein, oder was ganz wichtig ist, ist, dass man da den Islam selber lebt. Ja, und das ist mir damals schon immer aufgefallen. Ja. Und wenn man beispielsweise in die Dönerbude reinkommt und, oder Shawarma-Bude oder was auch immer, ja, und da wird Alkohol verkauft, Schweinefleisch verkauft, da läuft die Musik, da ist dann so ein dickes, fettes Auge hinter der Theke, wo dann was einen schützen soll. Da macht man keine Dauer mit, sondern da ist man schädlich mit. Oder wenn da irgendwelche Frauen hinter der Theke am Arbeiten sind, die kein Kopftuch tragen, ja, sondern rumlaufen wie, keine Ahnung, Pamela Anderson zu ihren besten Zeiten, ja, dann ist das einfach etwas, was schädlich ist. Ja. Dann ist das etwas, was schädlich ist für die Dauer. So. Das heißt, erstmal Alkohol raus, Schweinefleisch raus. Pamela Anderson raus. Ja, also, das heißt, den Islam erstmal zeigen. Denn leider haben viele Menschen das Konstrukt, die falsche Ansicht, man könnte den Islam schön lügen. Aber den Islam kann man nicht schön lügen, weil der Islam schön ist. Und wenn man über den Islam lügt, dann macht man erstmal eine Sünde, weil man lügt. Zweitens noch eine schlimmere Sünde, weil man über den Islam lügt. Und drittens, man zeigt damit, dass man Minderwertigkeitskomplexe bezüglich seiner Religion hat. Ja? Und viertens, wenn man über den Islam lügt, kann man nur etwas schlecht machen, weil alles am Islam schön ist. Und das muss man verstehen. Ja? Das heißt, es gibt nicht schön zu lügen. Es gibt nur die Wahrheit zu überbringen. Und das ist auch unsere Botschaft. Das heißt, in Dönerladen beispielsweise, was kann man jetzt tun? Erstmal, je nachdem, was man laufen lässt, anstatt da die dicke Mucke laufen zu lassen, lässt man zum Beispiel einen Vortrag laufen. Und Leute fragen vielleicht, was ist das für ein Vortrag? Was ist das? Jetzt kommt wieder der eine oder andere, ja, die Kunden, nicht, dass die Kunden laufen gehen. Ich sage euch eins, wir haben so viele Beispiele erlebt von Leuten, die für Allah etwas geopfert haben. Und Allah gibt dir Baraka. Was nützt dir das, ja? Wenn du Haram-Sachen verkaufst und am jüngsten Tag stehst du vor Allah. Und wenn Allah will, dass du pleite gehst, dann gehst du auch sogar mit Kokain pleite, wenn du Kokain verkaufst. Der Haram-Weg wird dich immer vernichten. So, dann, wie verhält man sich mit den Kunden? Ich muss ehrlicherweise gestehen, was ganz wichtig ist, ist, dass man mit den Menschen ganz freundlich umgeht. Dass die sich wohlfühlen in dem Laden. Das wird man sagen, ja, aber die fühlen sich ja nur bei Musik wohl. Das stimmt nicht unbedingt. Sondern die fühlen sich wohl, wenn die Atmosphäre eine Iman-Atmosphäre ist. Das ist was ganz anderes. Und glaub mir, wenn du deinen Laden reinigst von diesen ganzen Schlechtigkeiten, dann wird dein Laden eine andere Atmosphäre bekommen. Dann darauf achten, dass der Laden sauber ist. Das ist ganz wichtig, dass der Laden ganz sauber ist. Ja, denn das gehört mit zum Islam dazu. Dass der Laden sauber ist, dass das Essen sauber ist, dass das Essen frisch ist. Damit kann man anfangen. Und wenn du das tust, nicht um Geld zu verdienen, sondern um Dauer zu machen und um die Menschen zum Islam zu rufen, dann kriegst du sogar dafür, dass du deinen Laden sauber machst, Hasanat inshallah. Dann, was du dort haben solltest, ist immer, dass du einige Broschüren dort vorne liegen hast. Denn die Leute kommen und die Leute schauen. Dass du vielleicht ein Plakat aufgehangen hast mit irgendwelchen Dingen über den Islam. Ich kann mich gut erinnern, als ich den Islam noch nicht angenommen hatte und ich hatte schon Interesse gehabt, habe ich immer geguckt, wo irgendetwas steht und habe mich dafür interessiert. Deswegen hänge einige Sachen auf. Nicht Glücksbringer aufhängen, denn Glücksbringer sind Schirk, ja? Und wenn man sie aufhängt, einfach so aus Dekoration, das ist kleiner Schirk, wenn man nicht daran glaubt. Oder wenn man glaubt, dass dadurch Allah einem hilft, dann ist es kleiner Schirk. Und wenn man glaubt, dass er von sich selber hilft, ist es großer Schirk. Ja? Deswegen Glücksbringer rauswerfen.
Ein blaues Auge hat nichts mit dem Islam zu tun. Das ist ein unislamischer Brauch. Das müssen wir abschaffen. Und jetzt Broschüren dorthin legen, Heftchen dorthin legen, DVDs dorthin legen, vielleicht eine kleine Auswahl. Ja, etwas aufhängen, wo etwas draufsteht. Zum Beispiel eine kleine Information über den Islam. Und dann, dass man sieht, dass diese Leute Religion praktizieren. Denn ich merke immer wieder, wenn jemand sieht, dass jemand Religion praktiziert, es hat einen positiven Effekt auf die Menschen. Zum Beispiel, es kommt die Gebetszeit und du lässt den Adhan laufen in deinem Laden. Die Leute, die bei dir essen kommen, in einem türkischen Imbiss oder in einem arabischen Imbiss, die haben von vornherein keine Berührungspunkte, sondern die sind in den meisten Fällen offener. Das wird sie interessieren. Ah, warum hat der jetzt, lässt der Adhan laufen und so weiter. Und dann betest du. Und wenn ihr nicht in der Gemeinschaft beten könnt, weil der eine oder andere arbeiten muss, mach dir einen Gebetsraum, dass die Leute dich beten sehen. Glaub es mir, es wird die Leute beeinflussen, weil du zeigst damit Selbstbewusstsein für die Religion. Und der eine oder andere wird dich fragen, ach, war jetzt Gebetszeit, beten Sie fünfmal am Tag hin und her. Und dann bist du ganz freundlich. Ja, wir beten und das ist ganz wichtig und hin und her. Ja, ach so, Ach ja, ich habe gedacht, man kommt automatisch ins Gespräch. Wichtig ist es auch, wie man ins Gespräch kommt. Wichtig ist, wie man ins Gespräch kommt. Das ist der erste Schritt, das ist das A und O. Wie kommt man ins Gespräch? Das ist vielleicht für viele ein bisschen, ich bringe das Beispiel, das ist vielleicht für viele nachvollziehbar ist, gerade von der Jugend, ja. Ihr habt euch früher immer Gedanken gemacht, wie kommt ihr mit der Frau ins Gespräch? Das war der Punkt. Natürlich heutzutage, sowas ist natürlich Haram im Islam, zu flirten und so weiter und so fort mit Frauen, mit denen man nicht verheiratet ist. Aber zur Damenzeit hat man geguckt, wie kann man den richtigen Moment finden, um ins Gespräch zu kommen. Und so ist es bei Animateuren. Animateure versuchen die Menschen zu animieren, auf die richtige Art und Weise eine Situation zu schaffen, wo man sich näher kommt. Und hier versucht man eine Atmosphäre zu schaffen, dass man ins Gespräch kommt über die Religion. Und das kommt man in den meisten Fällen dadurch, dass man die Religion praktiziert. Und wie gesagt, die positive, selbstbewusste Ausstrahlung und die Ehrlichkeit und Disziplin ist immer etwas, was einen positiven Eindruck macht und was die Menschen näher zum Islam bringt. Dann könnt ihr beispielsweise, wenn es Veranstaltungen gibt, solche Sachen aushängen. Oder ihr könnt einen Bildschirm aufmachen in der Dönerbude, wo ihr Vorträge laufen lässt. Wo ihr Vorträge laufen lässt. Und so wird eure Dönerbude ein Dawa-Center. Inshallah. Und wie gesagt, das ist meine Botschaft. Und dann wollte ich an einige Leute am Ende dieser Aufnahme noch sagen, dass sie Allah fürchten sollen und sich ihren Nationalismus abgewöhnen sollen. Ja? Wenn sie sagen, Pierre Vogel hat was gegen Türken oder was auch immer, ich habe nichts gegen Türken und ich habe nichts gegen Araber und ich habe nichts gegen Deutsche, ich habe was gegen Türken, die sich gegen die Religion benehmen, ich habe was gegen Araber, die sich gegen ihre Religion benehmen, gegen Albaner, die sich gegen ihre Religion benehmen und gegen Deutsche, die den Islam, die den Islam nicht praktizieren. Dagegen habe ich was, weil ich mag das nicht. Und man kann das ganz klar kritisieren, was hier passiert. Und wer sich da angesprochen fühlt, weil ich sage, ja, da ist der Türke so und so, der Türke Erkan, der hat wirklich den Knall nicht gehört. Weil das sind Beispiele von den Tausenden von Menschen, die sich in Deutschland daneben benehmen. Und es gibt Tausende von Türken und Tausende von Arabern und Tausende von Albanern in Deutschland, die dem Image des Islams extrem geschadet haben durch ihr Fehlverhalten. Man braucht sich nur die Jugendjustizvollzugsanstalten anzugucken, Ehrenmorde anzugucken, Gewalttaten in verschiedenen Städten oder Stadtteilen anzugucken und dann weiß man Bescheid, wer dem Islam hier geschadet hat. Das sind nicht die Türken, die dem Islam geschadet haben, das sind nicht die Araber, die dem Islam geschadet haben, sondern das sind die Türken und Araber oder Albaner oder was weiß ich, die sich selber Muslime nennen und sich benehmen wie die letzten Asozialen. Und das ist der Punkt und nichts anderes. Und im Islam gibt es keinen Nationalismus. Allah sagt im Koran, inna akramakum inda Allahi atkakum. Der Beste bei Allah, der Edelste bei Allah ist der Gottesfürchtigste. Möge Allah uns allen vergeben, uns alle Rechte halten. Subhanakum wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.